Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute geht es um das Thema, woher weiß ich, wann ich das Saxophonblättchen wechseln muss. Viele meiner Anfängerschüler schreiben mir das, aber auch fortgeschrittene Saxophonisten haben manchmal so das Problem, dass sie diesen Zeitpunkt des Wechselns so ein bisschen in Anführungszeichen verschlafen und irgendwie ein bisschen zu spät das Blättchen dann wechseln. Und wenn sie es dann wechseln, merken sie auf einmal, oh, guck mal, das klingt ja viel besser als das, was ich vorher hatte. Oder klingt viel obertonreicher und viel transparenter. Und in diesem Video möchte ich einmal kurz darauf eingehen, wie du eben erkennst, wann es an der Zeit ist, ein neues Blättchen aufzuziehen. Ja, der naheliegendste Grund, der dafür spricht, das Saxophonblättchen zu wechseln, ist natürlich, wenn eine Beschädigung vorliegt. Das heißt, wenn zum Beispiel, was bei Anfängern natürlich ganz oft passiert, beim Aufziehen des Blättchens, wenn man da noch nicht so geübt ist, wenn hier oben Ecken abgebrochen sind oder es sind eben Risse im Blättchen drin oder an der Seite bricht mal so eine ganze Faser weg, dann solltest du natürlich das Blättchen wechseln, weil es überhaupt nicht mehr gut schwingen kann. Und das ist aber auch eigentlich keine große Sache, weil das, das sieht ja jeder direkt, wenn das Blättchen beschädigt ist, dann sollte es gewechselt werden. Ein weiteres Anzeichen, was dich dazu zwingt, das Blättchen zu wechseln, ist einfach, wenn du feststellst, dass verschiedene Töne auf dem Instrument nicht mehr so gut ansprechen. Also zum Beispiel, wenn du runter in die tiefe Lage spielst, du kannst aber, sagen wir mal, ab einem E1, alles was tiefer ist als E1 zum Beispiel, aber manchmal auch schon ab G1, kriegst du die Töne einfach unten nicht mehr und die springen direkt in die hohe Lage. Auch wenn du einen lockeren Ansatz machst und ein softes Anstoßen und die Luft wirklich sehr langsam fließt, wenn dann die Töne unten nicht ansprechen und direkt nach oben springen, ist das immer ein Zeichen dafür, dass das Blättchen abgespielt ist und mittlerweile einfach zu leicht geworden ist. Also dann auch ersetzen, neues Blättchen nehmen. Genau das Gleiche betrifft die hohe Lage. Also wenn du, sagen wir mal, ab A2, H2, auch C3, alles was da höher ist, wenn ab dem Zeitpunkt die Töne nicht mehr ansprechen, sondern runtersacken, Oktave tiefer erklingen, du kriegst sie oben einfach nicht mehr, auch dann ist es oft ein Zeichen dafür, dass das Blättchen abgespielt ist. Und dann solltest du es natürlich ersetzen. Wenn dieses gerade genannte Problem bei neuen Blättern auftritt, du machst ein neues Blättchen drauf, aber trotzdem die tiefe Lage springt direkt nach oben und auch die hohen Töne springen wieder nach unten, dann ist es oft ein Zeichen dafür, dass du auch vielleicht mal in der Blattstärke eine halbe Stärke höher wählen solltest. Weil gerade bei Anfängern, man fängt mit einem leichten Blättchen an, Stärke 1,5 oder 2, und dann hast du irgendwann ein bisschen Ansatzmuskulatur aufgebaut und dann macht es vielleicht durchaus auch Sinn, die Blattstärke um eine halbe Stärke nach oben zu erhöhen, damit du ein bisschen mehr Grip hast und die Töne besser ansprechen. Aber, und jetzt kommen wir zu einem Phänomen, was bei fortgeschrittenen Spielern häufig auftritt, auch wenn du beim Spielen jetzt gar keine Einschränkung merkst, du machst dein Blättchen drauf seit vielen Wochen und es funktioniert halt, du kannst gut spielen, aber auch dann macht es Sinn, zwischendurch mal das Blättchen auch zu wechseln, weil wir nehmen diese Unterschiede nicht wahr, aber wenn so Blätter sich nach und nach abspielen, werden sie auch ein bisschen matter, ein bisschen muffiger, der Sound klingt nicht mehr so strahlend, obertonreich, wie bei einem neuen Blättchen, sondern es klingt alles so ein bisschen gedämpfter, als ob irgendwo so eine Decke drüber liegt oder so wie so ein schwerer Vorhang in Anführungszeichen. Und das ist so ein Prozess, der sehr schleichend passiert. Man kriegt da am Anfang gar nichts von mit. Aber ich würde dir mal anraten, wenn du jetzt schon längere Zeit ein Blättchen spielst, das einfach mal auszutauschen, ein neues zu nehmen, dann wirst du direkt merken, hey, boah, klingt das Neue viel strahlender, viel offener. Oder ist dein Altes noch gut, kannst du noch ein bisschen spielen. Da also ruhig auch mal ein bisschen ausprobieren. Und ich muss dazu sagen, ich habe selber immer mehrere Blätter im Umlauf. Also es ist nicht so, dass ich nur ein Blättchen spiele, bis das nicht mehr funktioniert und dann fliegt das weg. Ich meine, im weitesten Sinne ist es schon so, aber ich habe hier so eine kleine Blatthülle. Da passen so 4 Blätter rein und die sind auch unterschiedlich markiert mit unterschiedlichen Farben oder manchmal mache ich hier auch so Striche dran, je nachdem, ob es ein gutes oder ein schlechtes Blättchen ist oder eins, was ich gerne im Konzert spiele oder eins, was zum Beispiel nicht so cool ist, aber ich werfe ja keine Blätter weg, ich bin ja ein bisschen sparsam. Wenn ich Blätter aus der Schachtel nehme, die funktionieren gar nicht gut und lassen sich auch nicht gut bearbeiten,
entsorge ich die nicht, sondern ich spiele die dann zum Beispiel bei Technikübungen, bei Tonhalteübungen, also da, wo es auch ein bisschen anstrengend wird und ne, da kann man auch dran wachsen, in Anführungszeichen. Genau, also ich werfe keine Blätter weg, auf keinen Fall. Ich würde sie jetzt nicht beim Konzert spielen, aber so im Überalltag gibt es durchaus Situationen, wo man die noch einsetzen kann. So, das heißt, ich habe immer hier mehrere zur Auswahl und meistens so ein Hauptblättchen, was ich dann die meiste Zeit spiele. So, für mich funktioniert das gut. So, warum ist das jetzt so, dass Blätter abgespielt sind irgendwann und nicht mehr funktionieren? Dazu müssen wir ein bisschen Bescheid wissen, wie so ein Blatt aufgebaut ist. Und die Blätter bestehen, oder dieser Arundodonax heißt das, also dieser Bambus besteht aus Längsfasern und das sieht man auch ganz gut, wenn man das mal so gegen das Licht hält, sieht man ganz gut die Fasern, die hier längs verlaufen. Das sind so kleine Kapillarröhrchen und die sind hohl. Und die setzen sich natürlich zu, ne, das hast du hier im Mund, da kommt der Speichel dran und die setzen sich mit den Enzymen des Speichels, die setzen sich da dran und irgendwann verkleben die eben und ja, sind nicht mehr so durchlässig und nicht mehr so flexibel und dann werden die Blätter pappig und ja, funktionieren nicht mehr gut. Wenn du ein neues Blättchen nimmst, kannst du das sehr gut nachvollziehen, ne, diese hohlen Kapillarröhrchen, indem du einfach das hintere Ende, also dieses dickere Ende vom Blättchen einmal in den Mund nimmst und dann einmal so in Anführungszeichen ansaugst und dann merkst du, wie du die Luft da durchziehen kannst. Na, wenn das Blättchen sozusagen noch neu ist und noch nicht gespielt und wenn du jetzt eins nimmst, was du schon ein bisschen länger spielst und dann versuchst du das auch nochmal zu machen, dann wirst du feststellen, da geht gar nichts, geht gar nichts mehr durch. So, ne? Das ist also schon völlig, die Kapillarröhrchen sind da schon völlig zugesetzt. Und das, ne, ist dann quasi der Alterungsprozess eines Blättchens und dann brauchst du irgendwann ein neues. Jetzt fragen mich meine Schüler immer, ob es denn da eine Faustregel gäbe, wie oft ich denn meine Blättchen wechsle. Also eine Faustregel gibt es da sicherlich nicht. Ich für mich selber kann sagen, wenn ich so in meinem normalen Übeprozess bin, dann brauche ich so einmal die Woche ein neues Blättchen, manchmal vielleicht auch anderthalb bis zwei Wochen, je nachdem die Qualität, ne, der Blätter ist ja auch ein bisschen unterschiedlich. Aber es kann zum Beispiel auch passieren, wenn ich jetzt zum Beispiel im Studio bin, ein, zwei Tage Studio-Session, dass ich für die Zeit auch ein Blättchen komplett runterspiele, weil einfach, ne, sehr viel gespielt wird, aber auch die Art und Weise, wie du spielst, also wenn du so viele extreme Sachen machst, so Soundgeschichten, Slap-Tongue, ne, und dann passiert es halt schon, dass die Blätter viel, viel mehr auch beansprucht werden. Ne, also bei mir ist es so circa eine, maximal zwei Wochen, dann brauche ich ein neues Blättchen. Bei meinen Schülern ist es so in der Regel, würde ich mal sagen, so einmal im Monat, aber ne, jeder ist da anders und schreib mir vielleicht auch gerne in die Kommentare, wie oft du dein Blättchen wechselst. Okay, das war also ein kurzes Video zum Thema, wann macht es Sinn, das Saxophonblättchen zu wechseln. Ich hoffe, das Video hat dir ein bisschen gefallen und ja, schreib mir gerne deine eigenen Erfahrungen hier in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns bald wieder in einem der nächsten Videos. Bis dahin und schöne Grüße.